In einem weiteren Smokers TV Messeschaufensterbeitrag sind wir heute unterwegs in Sachen Whisky. Wir treffen den Whisky-Botschafter Thorsten Manus. Und Thorsten Manus ist Whisky-Botschafter, aber auch gleichzeitig Ambassadeur für eine neue Unternehmung, die aus der Schweiz mit dem Whisky nach Deutschland kam. Seven Seeds. Herzlich willkommen im Messeschaufenster, lieber Thorsten. Ja, lieber Peter, vielen Dank, dass ich heute bei euch sein darf. Dankeschön. Thorsten, ja. Whisky aus der Schweiz, das ist ganz Besonderes. Ja, stimmt. Wir sind zwar heute nicht in der Schweiz, aber wir sprechen über Whisky aus der Schweiz. Und du persönlich bist ja omnipräsent in Deutschland unterwegs, auf vielen Veranstaltungen und vielen Wegen und vielen Events. Ja. Aber Whisky aus der Schweiz, da musst du mir ein bisschen was zu erklären. Ja, also das Erste ist, mit dem ich aufräumen muss, so ganz aus der Schweiz, ist nur die halbe Wahrheit. Also der Grundstoff, sagen wir mal, der 3 Jahre alte, gereifte Grundwhisky, der kommt aus Irland. Dort arbeiten wir mit einem Partner zusammen, der das nach unseren Vorstellungen in Lizenz herstellt. Und dieser Whisky kommt dann zu uns in der Schweiz. Und der wird dort nach einem neuen Verfahren, das der Dr. Dolf Stockhausen erfunden hat und auch patentiert hat lassen, quasi veredelt und entgereift. Und im Endeffekt musst du dir das so vorstellen, dass wir einen Weg gefunden haben, wie wir das Fass quasi ausklappen und somit die Oberfläche, das Oberflächenverhältnis zwischen Destillat und Holz so vergrößern, dass der Whisky um Vielfaches schneller reift und auch noch intensiver und sehr viel Aromen mit sich bringt. Das aufgeklappte Fass. Ja. Seit wann seid ihr in Deutschland unterwegs? Ja, noch gar nicht so lange. Also ich sag mal, so ein roundabout ein halbes Jahr geben wir jetzt hier in Deutschland Gas. Und ich sag mal, für Whisky natürlich ein ganz, ganz wichtiger Markt Deutschland. Ne? Und den darf man nicht vernachlässigen. Das Besondere an Seven Seeds, du hast jetzt schon gesagt, das aufgeklappte Fass. Ja, genau. Aber da gibt es doch bestimmt noch ein paar Dinge mehr, oder? Naja, also erst einmal ist natürlich unser Wahlspruch, Time doesn't matter, taste matters. Das heißt also, für uns ist die Zeit, was ja eigentlich beim Whisky immer so, das ist, was viele in den Vordergrund stellen, gar nicht so ausschlaggebend, sondern wir haben uns konzentriert, eine hohe Qualität in einer Bruchteil der Zeit ins Glas zu kriegen, wo andere Mitbewerber natürlich viel, viel länger brauchen. Das hat natürlich viele Gründe, warum man das macht. Das eine ist, es hat auch ein bisschen was mit Nachhaltigkeit zu tun. Bei uns ist das Angel Share sehr gering. Das heißt also, wir müssen nicht so viel überproduzieren, was dann nachher gar nicht an den Endverbraucher kommt, weil es einfach in die Umwelt abgegeben wird. Also wir brauchen weniger Rohstoffe, wir brauchen weniger Strom und so weiter und so fort. Die zweite Geschichte ist natürlich auch, da müssen wir uns auch klar sein, im Whisky-Geschäft wird so nicht weitergehen. Wir laufen auf eine Rohstoffknappheit zu. Ne, wenn man jetzt gerade sieht, halb Europa hat gebrannt und die Eiche ist zwar ein nachwachsender Rohstoff, aber halt einer, der sehr, sehr langsam nachwächst. Und hier haben wir klare Vorteile gegenüber dem Mitbewerber. Und das Tolle ist, das ist alles Whisky-konform. Also es ist nicht, dass wir hier irgendwie tricksen oder irgendwas machen, mit Aromen oder Farbstoffe arbeiten, sondern alles, was bei uns gemacht wird, ist natürlich, in der Schweiz übrigens verboten, auch mit Farbstoffen zu arbeiten. Und wir haben ein High-Premium-Whisky oder High-Premium-Whiskys, die einfach super toll schmecken. Und sollte jeder mal versucht haben, auf jeden Fall. Man sieht es dir an, das Produkt, der gefällt. Da kommen wir dann auch zu den Produkten gleich. Es gibt 2 Linien. Genau. Ich glaube, wenn du uns mal die Classic Line erstmal vorstellst. Ja, die Classic Line ist eigentlich genau das, was es bedeutet. Das sind klassische Whiskys, klassisch gehalten mit 46 Volumenprozent. Wir haben dort auch klassische Abfüllungen, also ein Sherry-Finish, ein Portwein-Finish und, was es sehr selten gibt, ein Portwein-Peated, also mit Raucharomen. Und wie gesagt, alle in 46%. Und das soll so eine Reise in den typischen Whisky-Geschmack sein, dass man einfach mal sieht, was ist mit unserem Verfahren machbar und wie schmecken die Whiskys, um einfach den Endverbraucher mal abzuholen, zu zeigen, hier, das ist so eine klassische Linie und hier bist du eigentlich erst einmal gut aufgehoben. Und wie viele Produkte habt ihr unter der Classic Line? Also im Moment sind es 3. Mhm. Allerdings auch nochmal 3 in Fassstärke mit 58,7. Also das, was ich eben erzählt habe, gibt es auch alles nochmal in der Fassstärke mit 58,7%. Genau. Ja. Sternkreiszeichen. Ja, unsere Zodiac Line, genau. Das ist eigentlich eine ganz schöne Geschichte. Also wir kreieren quasi für jeden Sternzeichen einen Whisky und versuchen quasi die
die Stärken des Sternzeichens in Geschmack umzuwandeln und dann quasi so ins Glas zu bringen. Da haben wir im Moment den Löwen, den Stier, den Skorpion und den Wassermann. Und jetzt natürlich Ende des Monats kommt der Schütze. Ja. Jetzt kommt der Schütze erstmal. Das ist dann, also in Englisch ist das sehr schwer auszusprechen, ist der Sagittarius. Ja. Genau. Und die haben natürlich alle unterschiedliche Abfüllungen. Der Leo zum Beispiel, das ist ein Double Sherry, also Oloroso Sherry und Petrocheminas Sherry. Dann haben wir den Taurus, das ist ein Double Portwein. Da haben wir zwei Portweinfässer ineinander geschaltet, aber auch wieder mit einem Peated Grundmaterial. Ja, und so kriegt eigentlich jeder das, was er braucht und was er mag. Und ich denke, da bleibt keine Zunge trocken bei uns. Taurus, bitte für mich. Ja, den kannst du gerne haben. Auch ja, siehst du. Der würde, glaube ich, schmecken. Passt wunderbar zu einer Zigarre. Ja. Ja, da bin ich mir ganz sicher. Ja. Probieren wir. Ja, sehr gerne. Du bist auf vielen Events unterwegs. Wie ist denn das Feedback, wenn die Leute der Seven Seas zum ersten Mal die eine wie die andere Reihe so präsentiert bekommen? Es gibt ja auch Lob von Experten. Also, ja. Bei Meininger Verlag hat man schon mal richtig die Tür aufgemacht. Das stimmt. Wir haben, aber nicht nur bei Meininger, also wir haben sehr viel Goldmedaillen und Silbermedaillen in der letzten Zeit abgeräumt, und zwar weltweit. Wir haben an vielen von diesen Events teilgenommen, und wie gesagt, wir haben überall gute bis sehr gute Kritiken gekriegt, Awards gesammelt. Ja. Das sieht man übrigens auf unserer Homepage, wer die mal besuchen will, da ist das alles schön aufgelistet und auch, was wir da eigentlich tun, mal ein bisschen eher noch oder ein bisschen im Detail beschrieben. Und zum deutschen Publikum muss ich sagen, da habe ich mittlerweile meinen allerhöchsten Respekt, weil ich die Deutschen mittlerweile, also wir haben jetzt in den letzten 4 Monaten haben wir 7 Messen gemacht hier in Deutschland, und ich habe die Deutschen als sehr neugierig, sehr offen und sehr ehrlich kennengelernt, und allerdings auch, ich sag mal, von 10 oder eher von 20 Menschen, die es versucht haben, ist vielleicht einer drunter, der mal sagt, naja, das ist jetzt nicht ganz so meins, aber das ist normal, das ist bei jeder Marke so, Geschmack ist unterschiedlich. Genau, und aber ich bin wirklich mehr als glücklich darüber, wie das hier in Deutschland läuft, und da liegen wirklich rosige Zeiten vor uns, und ich freue mich drauf, weil ich denke, dass viele Menschen, wenn sie mal probiert haben, sagen, wow, das wird mein Whisky. Ich hoffe, dass wir mit diesem Gespräch noch ein paar mehr Leute neugierig machen. Ja. Und wenn wir die dann neugierig gemacht haben, wo kann ich dann den Seven Seas kaufen? Ja, also in erster Linie natürlich bei uns im Online-Shop. Und wir haben natürlich auch Händler hier in Deutschland. Das wäre jetzt müßig, die alle aufzuzählen. Aber wir haben unsere Homepage neu überarbeitet. Die geht jetzt bald online. Da ist auch eine Händlersuche. Also einfach Postleitzahl eingeben. Und da wird man dann sehen, wo der nächste Händler in der Nähe ist. Also ihr seid schon bundesweit distribuiert? Ja, also wir sind jetzt dabei. Es gibt ein paar weiße Flecken, würde ich mal sagen. Die gibt es, klar. Wenn es Händler gibt, die noch was machen wollen, die dürfen es auch an dich. Jederzeit, an mich, genau. Ja? Genau. Je mehr, desto besser. Ja, Multiplikator immer erwünscht. Das stimmt. Hassen, es geht ja so, jetzt am Wochenende schon die Adventszeit. Natürlich auch einmal schöne Geschenke aus dem Whisky-Bereich. Hast du einen Tipp für die Weihnachtszeit so aus deinem Kästchen hier? Gibt ja nichts Schöneres, als wenn es kalt draußen ist und warm drin und man hat einen wunderschönen Whisky, und da eignen sich tatsächlich fast alle Whiskys von uns, und dann eine schöne Zigarre, am besten eine, die du empfohlen hast, weil da kann es nur eine gute sein. Und was gibt es Schöneres? Ne? Also Zigarre und Whisky, also ich könnte mir, gut, Rum vielleicht noch, ne? Aber Whisky für mich einfach ein unschlagbares Duo. Schön, das kommt bei dir auch immer rüber, das kommt mit Herzblut rüber, das kommt mit viel Fachwissen rüber. Und über das Fachwissen und die Produkte, die du uns heute erklärt hast, kann ich wieder sagen, vielen Dank. Sehr, sehr alles gerne. Alles sehr mit viel Wissen rübergebracht und vor allen Dingen, wie gesagt, mit Herzblut und Spaß an der Sache. Genau. Thorsten, weiterhin viel Erfolg. Vielen lieben für die Dank, Seven Seas dir auch. Und für dich und den Whisky generell. Alles klar. Peter, vielen lieben Dank. Okay, danke dir schön.